Letztes Mal bei Bioshock. Alles rein, was geht. Dosenfleisch, lecker. Mehr, gib mir mehr. Mehr. Es gibt keine mehr und es wird sie nie mehr geben. Mehr. 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 Und so geht's weiter. Ich spare mir jetzt die Nieten, weil ich glaube, das bringt eh nichts. Und jetzt? Okay. Schnell, geh zum Aufzug. Ja, es sind 10.000 Kameras hier. Hoppla. So. Die ist schon mal auf unserer Seite. Meistens sind die in irgendwelchen Ecken, diese Kameras. Ich bin schon so oft im Einzelnen welche reingelaufen, deswegen bin ich etwas vorsichtiger hier. Das scheint erstmal die erste zu sein. Aspirin. Why not? Du bist ein Puppe. Ah, ich dachte schon, eine Kamera hätte uns entdeckt. Was zum... Schmeißt hier wer Granaten? Irgendwer schmeißt hier Granaten. Was zum... Was zum Teufel? Erledigt sie doch. Sorry, diese Sicherheitssysteme waren im ersten irgendwie effektiver. Hört mir doch auf. Wie viele gibt's denn hier? Vielleicht sollten wir mal einen Nahkampfangriff übergehen. Ja, die erledigen die irgendwie ziemlich schnell. Halt, alles in der Tonne. Ich glaube, das sollte sie erledigt haben. Kommen die unendlich hier? Sollten wir uns vielleicht beeilen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Noch schnell alles mitnehmen hier. Haben wir jetzt Ruhe? Sieht so aus. Damit ich das hier alles mal schnell durchsuchen kann. Lecker. Eine Kassette. Habe ich die Gegenstände nicht so eingestellt, dass sie glänzen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Weil diese Kassetten sind sehr schwer zu sehen. Was? Hören wir noch auf. Ja. Oha. Hier liegt einiges Explosive rum, das ich gar nicht gesehen habe. Lecker, ja, du bist ein bisschen verbrannt. Nehme ich wieder die hier. Hacken wir dich doch mal schnell. Sorry, aber das ist sehr einfach, muss ich sagen. Also. Wenn ich gerade etwas panisch mit dem Mausfinger ist, dann sind diese Hack-Spielchen sehr einfach. Mhm. Noch irgendwas? Nope. Hey, lass mich hier durch. Mit der Palette hier. Ich glaube, wir haben alles. Zeit zu verschwinden. Hey, ein Knopf. Nee, den können wir gar nicht drücken. Okay. Oh Gott. Kannst du nur schießen, kommst du doch. Was wollt ihr? Kommt doch her. Oh mein. Okay. Ich nehme alles zurück. Unser kleiner Roboterfreund wird sie noch ein bisschen beschäftigen. Gut. Also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy. Lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamb, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien.
bevor es zu spät ist. Okay, ist es also wirklich so, dass wir irgendwie an die gebunden sind? Hallo? Oh. Gut, dass ich die jetzt laufen habe lassen. Ich glaube, ich hätte das... Ja, ich hätte es eher als Disco-Beleuchtung gesehen als als Falle. Ah, okay, doch. Was ist das denn? Oh, Fallniete. Das ist cool. Munitionstyp. Spezialmunition. Sind das... Ich probiere die jetzt erst später aus. Moment. Fallniete, Fallniete. Fallniete. Aber da haben wir nur 6 Stück davon. Ja, aber cool. Was hast du noch dabei? Sardinen. Lecker. So, schauen wir mal weiter. Hey. Ach, hier geht's irgendwie runter. Ah, oh, hier wird sich wahrscheinlich auch die Big Sister wieder rumtreiben. Our trains run on time when you run on time. Also wenn du zu spät kommst, dann Pech gehabt. Hallo? Kriege ich die irgendwie weg? Was zum Teufel? Ach ja, ja, ich bin auch blöd. Aber das hätte auch funktionieren können. Wir nehmen uns einfach so eine Kiste. Oh, ja, oder dich. So eine Kacke, was ist das hier? Warum können wir nicht so eine Kiste nehmen? Eine Rohrzange. Alter. Mir gehen die Sachen aus. Halt. Oh, ich hab dich noch nicht durchsucht. Wie komme ich hier durch, ohne zu sterben? Oh, wir haben nicht mehr so viel Eve. Scheiße. Ich will da nicht reinlaufen. Hier vielleicht? Nein? Dann kann ich so eine Kiste nicht nehmen. Ach, komm schon. Müssen wir jetzt hier durchlaufen? Ich bin noch viel zu fett, um darüber zu springen. Okay, das hat funktioniert. Es sah irgendwie nicht so aus, als ob ich so hoch springen könnte, aber es hat funktioniert. Na gut. Das ist ja saublöd. Du siehst irgendwie ein bisschen ekelhaft aus, Junge. Meine Güte, okay. Etwas überarbeitet die Gute hier. Oh, okay. Oder sie hat sich das Hirn rausgeblasen. Was? Eine Fallniete. Oh, ein Tagebuch. Dr. Su Chongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung. Eine unzerreißbare physische Bindung. Okay. Anscheinend wurde das nochmal verbessert danach. Interessant. Und der Typ hat die so Chong-Arbeit übernommen. So Chong wurde im ersten Teil getötet von einem Big Daddy. Wir haben ihn ja da schon tot gefunden. Weil er eben diese... Das ist schon auch so ein kleiner Sadist. Und weil er die Little Sister eben so beleidigt hat oder angegriffen hat, ist dann der Big Daddy auf ihn losgegangen. Und das wollte er die ganze Zeit erreichen, dass die Big Daddies ja, wie Beschützer für die Kleinen sind. Und dann hat es ihn eben erwischt. Ein Allheilmittel, was immer das auch bringt. Hacken wir das Ding mal. Mal schauen, was es umsonst gibt. Ein Verbandskasten. Yay. Was hast du denn noch so? Nichts, was wir brauchen. Ah, vielleicht eine Eve-Spritze. Kostet ja nur 23. Wir haben ja genug Kohle. Gibt's hier im Moment. Ich hoffe, es gibt hier kein Dollar-Limit, weil ich glaube, im ersten Teil gab's 500-Dollar-Limit und dann war irgendwie Schluss oder so. Und da musste ich ganz viel Geld legen. Ah, okay, das Karten.
liegen lassen immer. Haben wir alles, was bis. Ach, das ist einfach nur so ein Kübel. Okay. Hey, können wir hier durch? Moment. Nee, da ist kein Raum dahinter. Okay. Oh ja. Ja, können das die Fallnieten sein? Seht ihr die? Sollen wir ein bisschen sneaky sein? Sunbeam Gum. Größere Blasen. Bessere Blasen. Pinkere Blasen. 25% mal mehr Latex im Kaugummi. Okay. Und erinnert euch, es ist der einzige Kaugummi mit Vitamin C. Okay. Wow. Ich bin hier unten der King. Ach, da bist du. Probieren wir doch mal unsere Fallnieten aus. Yay. Was? Na komm. Mit mir kannst du dich auf. Sehr schön. Die ersetzen wohl die Stromdinger. Diese Stromschnüre aus dem ersten Teil. Aber die machen nicht so viel Schaden, habe ich den Eindruck. Aha. Attention, please have Rapture ID Cards ready before reaching checkpoint. Okay. Müsste ich doch auch eine haben. Oder werden Big Daddies keine Ausweise gewährt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist, denke ich mal, die Bahnstation. Ein Tickethäuschen. Ja, ja, ich komme schon noch. Lass mich erstmal hier alles einsammeln. Es ist jetzt das Ego, ich will jetzt in die Pause rein. Was ist denn das hier? Okay. Und ja, aber wo du es her hast? So, das war eine kleine Unterbrechung. Da ist doch jemand vorbeigekommen und hat mir ein Buch geschenkt. Und zwar, wie man gutes Bier selber braut. Das wollte ich schon immer mal. Mal schauen, ob das was wird. Ich informiere euch dann. Aber jetzt weiter hier. Ah, Tickethäuschen. Tickethäuschen. Sprechanlage. Was zum... Warum sieht sie so jung aus? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lampe kämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Ach du Kacke. Leichter gesagt als getan. Wo ist die blöde Kamera? Hacken wir die mal schnell. Oh Gott. Bitte verpisst euch. Wo willst du hin, Fettchen? Oh. Pistole gegen Bohrer, wer gewinnt? Wo ist unser Strom? Hier ist er. Holy shit. Aua! Kleiner Mistkerl. Wer schießt hier? Ich glaube, ich nehme wieder unsere Nietenknarre. Oha. Wie viele kommen denn da noch? Kacke, Mann. Aua! Was? Kacke, was war das denn? Das hat mir voll viel abgezogen hier. Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück.
Das sind praktisch voll der Oldschool-Big Daddy. Tja, sieh einer an. Der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Okay, Sinclair gab es im ersten auch schon. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Vielleicht nur in den Tagebüchern. Das ist eine gute Frage, was die Lamp hier will mit den ganzen Little Sisters, weil die Stadt sieht nach wie vor scheiße aus. So schlecht sah sie ehrlich gesagt noch nie aus. Also aufgebaut hat sie hier nichts. Ein Automat. Upsi. Okay. Ich nehme alles zurück. Es ist nicht so einfach. Ja, das wissen wir mittlerweile. Nur eine Niete? Komm schon. Hoppla. Was hast du denn Gutes? Ein Heckpfeil. Ich glaube, da habe ich noch genug. Ja, kaufen wir mal einen. Ich glaube, das reicht wieder. Und eine Eve-Spritze sehe ich gerade. Das wäre auch nicht verkehrt. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich höre irgendwas. Oh, die Situation. Sophia Lamb hat Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicer zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschalter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamp gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Sie ist nochmal hergekommen, ne? Oder war sie nicht weg? Ich weiß gar nicht. Die Tannenbaum war doch mal, glaube ich, auch weg. Ich weiß nicht, ich dachte, Rapture wäre halt im ersten Teil am Ende zerstört worden. Aber vielleicht habe ich da was falsch mitbekommen. Ah, Bahn starten. Okay, I see. Ich glaube... Moment. Hier können wir auch noch lang. Okay. Ich dachte, hier wäre irgendwas ganz Tolles noch. Sieht nicht so aus. Hier war ich schon. Yep, ich glaube... Dann können wir los. Oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, sieht... einfach genug aus hier, die Karte. Na dann, Big Daddy fährt mit der Bahn.